Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Rust. So, heute möchte ich euch ein Match genauer zeigen. Wir haben letztes Mal hier so ein Enum erstellt namens Zug. Es ging dabei um Spielzug, nicht um irgendwelche Fahnenzüge. Und ja, wir möchten jetzt hier heute unser Match machen. Denn wir möchten rausfinden, was für einen Zug wir hier gerade reingepackt haben. Ob es jetzt ein Stehenbleiben vor oder zurück ist. Gut. Ich möchte euch allerdings das Match zunächst einmal mit einer normalen Zahl vorstellen. Und zwar let x gleich 42. So, und was wir jetzt machen, ist, wir weisen eine neue Variable zu, zum Beispiel let conf für konvertiert ist gleich, und dann sagen wir hier match x. So, das bedeutet, wir wollen x unterteilen in verschiedene Kategorien mit einem gewissen Abschnitt hier. So, also unser x teilt sich auf und wir sagen jetzt hier, was passiert, wenn x das und das ist, was passiert, wenn es das und das ist. Okay, im Fall, dass x zum Beispiel 1 ist, sagen wir, dann soll unser konvertiert zum Beispiel 1 enthalten. Im Fall, dass x gleich 2 ist, sagen wir, hier soll 2 drin stehen. So, im Fall, dass es 42 ist, soll hier drin stehen die Antwort auf die Frage. Und Achtung, die Typen stimmen hier absolut nicht überein, ne? Wir haben hier ein Integer, also das x hier ist ein Integer. Und was hier wieder rauskommt, also was dann am Ende auch conf sein wird, ist ein String. Was komplett anderes also. Okay, und ja, wir wollen jetzt hier vielleicht nicht alles abtippen, deswegen sind wir zu voll. Deswegen sagen wir hier einfach Bodenstrich, also alle anderen. Dann sagen wir hier, keine Ahnung. So, und Achtung, auch hier haben wir wieder ein Komma nach dem letzten, damit wir nicht irgendwie uns entscheiden müssen. Und hier hinten dran kommt noch ein Semikolon, denn wir haben dieses Match-Teil, das geht einfach hier durch und am Ende ist es halt doch nur eine normale Anweisung. Deswegen diese Semikolon-Teiler hier. So, wenn wir das jetzt mal laufen lassen und hier unten dann einfach ein Print ausgeben, println, so dass man auch sehen kann, was x ist, was conf ist, bitte. So. Achso, ja, natürlich, ich habe meine Variable abc aus dem letzten Video nicht mehr drin. Deswegen gab es hier gerade diesen Error. Und hier habe ich das Ausrufezeichen vergessen. Sauerei. Okay, jetzt aber. So, jetzt ist relativ viel ein bisschen bunt untergringelt. Wir sehen hier, dass es uns einen Snake Case aufdrücken möchte. Ja, ist nicht so wichtig, weil das bezieht sich eh nur auf diese Schreibweise von mir hier. Man macht in Rust normalerweise nicht das, was ich gerade gemacht habe. Man schreibt Bodenstrich Zug oder sowas. So. Das ist Konvention in Rust, keine Ahnung wieso. In anderen Sprachen ist es anders, in Rust ist es halt so. Und ja, jetzt starten wir einfach mal und schauen, was dabei rauskommt. So, wir haben x auf 42 am Anfang gesetzt. Das heißt, wir hatten x gleich 42 hier stehen. Und wir schauen bei Match x, wo wir hier zutreffen. Also sind wir hier bei 42 und geben in conf rein die Antwort auf die Frage. Wenn ich jetzt x auf 1 setze, dann wird beim neuen Ausführen 1 ausgegeben. Also in conf drin steht dann 1, in der Variable conf steht 1. Und wenn ich jetzt x auf zum Beispiel 3 setze, was wir hier nicht abgefangen haben, dann kriegen wir beim Ausführen keine Ahnung rein. Das heißt, wir können hier so dynamisch eine Variable zuweisen in Abhängigkeit von irgendeiner anderen Variable. Das kann sehr komplex werden, vor allem da man es auch mit Enums machen kann. Das zeige ich euch jetzt. Und Patterns zeige ich euch dann wahrscheinlich nächstes Mal. Aber zuerst einmal mit Enums. Okay, wir kriegen hier einen Zug rein, einen Zug Z, also der hat den Namen Z und ist vom Typ Zug. Zug ist, heißt unser Enum, das heißt, wir haben irgendwelche verschiedenen Sachen. So, jetzt können wir hier ein Match ausführen und zum Beispiel in conf reinschreiben, falls der Zug, also Z, falls Z vom Typ
Zug, Doppelpunkt, Doppelpunkt, stehen bleiben. So. Okay, wenn der Typ Zug, Doppelpunkt, Doppelpunkt, stehen bleiben ist, dann sagen wir, wir hätten gerne die Funktion, keine Ahnung, print ln. Und wir wollen ausgeben, was wollen wir denn ausgeben? Bleib stehen. So, also wir sehen, man kann ja auch tatsächlich irgendwelche Funktionen aufrufen. Allerdings, Achtung, die geben nichts zurück. Das heißt, wir können hier keinen conf mehr machen. Und das heißt, das hier unten muss auch weg. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, ihr könnt irgendwelche Variablen über match zuweisen, aber ihr könnt auch einfach sagen, ich rufe irgendwelche Funktionen auf mit Variablen, die ich von irgendwoher nehme, zum Beispiel durch den nächsten Schritt. Und zwar habt ihr hier auch die Möglichkeit, dass Zug vom Typ vor ist. Aber hier muss man dann logischerweise noch die Variablen hier benutzen. Also wir haben hier noch die Anzahl an Schritten. Das heißt, wir sagen hier Schritte, Doppelpunkt, Schritte. Und sagen hier, okay, dann wollen wir eben println ausführen. For um, und hier muss die Variable rein, die Schritte. Also gehen wir vorwärts um die Schritte. So, und ihr seht, wir können hier auf andere Variablen zugreifen wie hier oben. Hier haben wir keine Schritte zur Verfügung, die wir irgendwie ausgeben könnten oder für irgendwelche anderen Funktionen benutzen könnten. Aber hier haben wir es. Das heißt, in manchen Fällen habt ihr vielleicht hunderte Variablen, also das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber nur so, dass ihr den Gedanken versteht. Ihr habt 100 Variablen, die ihr in irgendwelche Funktionen packen könnt, mit denen ihr weitermachen könnt. Und im anderen Fall habt ihr einfach gar nichts, sondern nur so einen komischen Marker, ja, der gar nichts tut. Okay, und dann kopiere ich das hier mal, weil es dann einfach schneller geht. Ups, so war das nicht gedacht. Ja gut, dann machen wir das halt so. Okay, Zugback ist die letzte Möglichkeit. Und hat auch eine Variable Schritte, deswegen lassen wir das hier einfach stehen. Und schreiben hier zurück um Schritte. So, und das hier brauchen wir nicht mehr, denn es gibt keinen Allgemeinfall, der alles andere abfängt, sondern nur noch diesen, ja, diese drei Fälle. Was anderes kann es nicht sein, es muss hier in dem Enum drinstehen. Was anderes geht einfach nicht. Punkt. Okay, und wenn wir das jetzt ausführen, beziehungsweise rebuilden und dann ausführen, dann sehen wir, dass wir vom Typ vorwärts um 2 sind. Das heißt, wir haben hier oben unseren Typen richtig zugewiesen und richtig abgefangen hier und ja, alles richtig ausgeführt. Wir können natürlich hier jetzt einfach sagen, wir machen hier ein Back draus, passt perfekt. Und wenn wir das ausführen, dann steht hier plötzlich zurück um 2. Wunderbar. Und ja, das ist es mit Match. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit Ifs machen, allerdings ist es ein bisschen komplizierter und ein bisschen unüberschaulicher, unüberschaubarer. Deswegen, ja, Match ist schon ziemlich cool und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.